Freunde, wir wollen uns heute mal mit der Stempelmühle-Box beschäftigen von September 21. Ich hatte euch in meinem Einkaufsvideo schon gezeigt, dass wir da dieses Mal so ein Explosionsboxenboard mit drin haben. Ich habe mir hier die Herzchen schon mal abgemacht und mit diesem Teil kann man jetzt ganz tolle Boxen basteln. Hier sieht man die Größen aufgezeichnet, also man fängt mit 12x12 an, das ist die größte Box dann, 11x11 Inch immer, wäre natürlich schön, wenn das mit Zentimetern wäre. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich die Inch irgendwo auf dem Schneidbrett finde. Dann 10x10, 9x9, 8x8, also man kann jetzt da so viele Boxen reinmachen, wie man möchte. Ich werde vielleicht 3 oder 4 Boxen reinmachen, dass ihr mal seht, was man alles machen kann. Und muss mir jetzt erstmal die Papiere dafür zuschneiden. Und dann kann man die Ecken oder die Verbindungen mit so Herzchen machen. Aber das zeigen wir euch gleich erstmal. Wenn man sich dann jetzt ein paar Minuten mit diesem Board beschäftigt, mit diesem Falzbrett, dann findet man auch die Bedienungsanleitung dazu. Und da ist aufgeschlüsselt, welche Größen Boxen man machen kann. Also 10 cm wäre die größte Box. In Inch wäre das 12x12 Inch, was man an Papier braucht, habe ich mir für die erste Box schon mal zugeschnitten. Dann braucht man für die zweite Box, also man könnte jetzt da 6, 7 Boxen reinmachen, muss man aber nicht. Man kann nur 3 reinmachen, man kann 4, 5 reinmachen. Ich habe mir jetzt die erste, wie gesagt, in 12x12 und darunter stehen dann auch die Zentimeter. Wer keine Inch-Schneidmaschine hat, sondern Zentimeter, stehen hier die Zentimeter, das wären jetzt 30,48, also bei mir wären das dann 30,5, also die 48 kann man nicht irgendwo einstellen. Das nächste Papier wäre dann in 11x11 zuzuschneiden, habe ich hier gemacht, das wären 27,94 cm, da habe ich jetzt 97,9, man könnte, ja, ich würde 9 nehmen, 27,9, ich habe aber Inch gehabt, 11x11 Inch kann man super schneiden. Also die meisten Schneidbretter haben ja Inch und Zentimeter. Dann habe ich mir noch ein Papier zugeschnitten in 10x10 Inch, 25,4x25,4 cm. Und ich habe mir noch eins gemacht in 12, 11, 10, 9 Inch. Das wäre dann dieses hier. Und das ist jetzt eigentlich schon die größte Arbeit, die man hat mit diesem, ja, mit diesem Brett fast. Also wenn man das jetzt alles von Hand schneiden und falzen möchte, ist das alles eine schwierige Arbeit. Wenn man jetzt diese Board hat, geht das alles ein bisschen schneller. Wir haben jetzt hier die größte Box zum Beispiel. Die größte Box wäre XXL. Das Falzbein hat man dazu und jetzt muss man immer nur an dieser Falz einmal runter wenden, einmal runter und dann kriegt man die Box zusammen. Also das ist jetzt wirklich für Dumme, für mich. Mit diesen Explosionsboxen bin ich nicht so recht klar gekommen. Das war mir einfach zu viel Denksportaufgabe, zu viel Überlegen und das muss immer alles einfach gehen. Wenn es einfach ist, ist es schön. Jetzt haben wir hier für die erste Box das Grundgerüst und jetzt haben wir hier noch solche Herzchen dabei, weil bei den meisten Boxen oder eigentlich sind diese Explosionsboxen ja, dass man hier die erste größte Box mit solchen Herzchen zusammenhält. Mal auseinander machen hier. Achso, auseinanderziehen. Jetzt malt man sich, hier steht dann auch dran XXL. Kann man jetzt sehen, Koffer, zu der XXL-Platte oder Box, die man sich jetzt hier ausgesucht hat. Das muss man das hier, diese Spitze hier mittig an den Punkt legen, alles andere an die Falzlinien. Jetzt muss man sich das nachmalen und dann hat man am Ende dieses schöne Herz hier. Na komm, oh, zitter heute wie verrückt. Aufregung. Das gibt immer so Tage. Da geht alles super und an anderen Tagen ja nicht. Das muss man jetzt wieder an allen 4 Seiten machen, weil wir das ja so zusammenhalten wollen, die Box mit diesem Herz. Mal wieder anlegen und aufmalen erstmal. Und am Ende müssen wir gleich noch ausschneiden. So, da muss man jetzt von Hand diese Herzchen ausschneiden. Das ist jetzt aber auch das Schwierigste an der ganzen Sache.
Ich schneide sie erstmal alle aus. Jetzt wollen wir sehen. Jetzt willst du sehen. Mit meiner zittrigen Hand heute. Oh, das ist heute ja so einfach. Andere sagt du nachher. So, das muss ich jetzt wirklich an allen Seiten machen. Und das ist schon bald die größte Schneiderarbeit, die man hat mit diesen Boxen. Auch egal, wie viele Boxen man da jetzt ransetzt, das ist die größte Schneiderarbeit. Weil so richtig der Schneider ist. Weil die anderen ja nicht mehr so gehalten werden mit den Herzchen. Man kann das natürlich machen, man kann alle Boxen mit diesen Herzchen halten lassen. Man kann aber auch jede Box jetzt anders gestalten innen drin. Und so macht man das ja eigentlich bei diesen Explosionsboxen, dass jede Box ein bisschen anders aussieht. Man könnte jetzt auch diese Box, dafür ist ja dieses Kraftpapier mit im Set drin, man hätte das jetzt erst aus Kraftpapier machen können, hier den Körper, und dann bekleben. Ich habe mir gedacht, ich mache mir die erste Box erstmal einfach und schneide mir das aus schönem Papier aus. Ist ja Papier drin, Designpapier. Und dann hat man nicht so viel zu bekleben hinterher. So, und jetzt müssen die Herzchen ja in der Mitte gefalzt werden, immer, damit die Box sich schließen lässt nachher. Jetzt kann man hier getrost noch dieses Mittelding ziehen, kann man auch gleich zu Anfang machen. Aber hier finde ich immer, sieht man das am besten, wo das langlaufen muss, kann man einfach hier so lang ziehen bis zur Spitze von dem nächsten, bis zu der Spitze von der Ecke hier. Schön reinlegen, das Herz da so mittig rein. Und das letzte Herzchen. Also man kann das alles noch nachholen, wenn man es mal vergessen hat. Man kann das gleich mitmachen, wie man es machen möchte. So, und jetzt muss natürlich alles gefalzt werden. Und dann hat man theoretisch die erste, die größte Box schon fertig. Also das Boxteil. Jetzt kommt ja noch der Deckel, den man dann machen will. Jetzt haben wir hier noch die Herzchen, die wir uns machen. Das ist ja einfach. Genau, das ist dann nämlich jetzt alles ganz locker, flockig. Das falzt sich jetzt alles wie von selbst. Du hast ja nebenbei beim Kaffee trinken, hast du ja so eine Box fertig. Genau. Das kann man jetzt echt beim Fernsehgucken machen, weil du musst auch gar nicht mehr überlegen. Jetzt müsste man sich nämlich ausrechnen, wie groß kann jetzt die nächste Box werden. Das war jetzt immer so mein Problem, das muss man jetzt ausrechnen. Und oh, nee, das war mir einfach zu viel. Und jetzt hast du die Box schon mal fertig, theoretisch. Jetzt musst du das so legen, dass immer eins zu jeder Seite, muss man nochmal nachfalzen, dass das hier, und zack, hast du die erste Box. Jetzt machen wir dafür auch noch den Deckel, den wollen wir ja auch noch dafür haben. Und da sieht man dann hier am Rand, hier oben sieht man die Maße nochmal, Box. Größen, Boxliste. Hier oben ist die Box. Dann haben wir hier von 12, 11, 10, hatte ich euch vorhin ja schon mal gezeigt. Und wenn man jetzt den Deckel machen will, da ist das gleiche Papier, gleiche nochmal. Hier haben wir oben die Box, den Deckel zu sehen. Und wir fängt das hier unten an. Bei der größten Box brauchen wir 6,5 mal 6,5 Inch. Das war mir jetzt, also das ging gerade noch so auf meinem Schneidbrett einzustellen. Das sind dann 16,51 mal 16,51, ich habe 16,5 cm jetzt genommen. Und dann hat man für den Deckel, hat man immer wieder das gleiche. Hier oben ist das auch angemalt. Der Deckel von der Box, von allen Boxen, hat jetzt die gleiche Umschlagbreite. Muss man hier ransetzen. Zack. Und dann hat man den Umschlag, was übersteht nachher vom Deckel. Hier oben ist dann die Grundfläche, das innere Teil. Das verändert sich natürlich jedes Mal, weil ja das Papier anders zugeschnitten ist, verändert sich jedes Mal die Grundfläche vom Deckel. So, jetzt haben wir hier, auf welcher Seite sieht man das? Hier sieht man jetzt die Rillen. Jetzt müssen wir das aber auch noch umknicken, zusammenfalzen. Da hatte ich jetzt auch gedacht, eigentlich kann man das jetzt hier an einer Stelle einschneiden und zusammenkleben. Ist aber nicht, dann fehlt ja nämlich das Papier, was jetzt hier das zweite
Stück, was da angeklebt wird, dann ist der Deckel zu groß und hält die Box nicht. Also die haben sich das wirklich durchdacht, was sie hier gemacht haben. Da braucht man nicht dran rummachen. Jetzt müssen wir das wieder falzen. Das Einzuschneiden ist dann das Herz ausschneiden. Das Herz ausschneiden und eben die Grundseitenpapiere dazu schneiden. 12x12, 11x11, 10x10. So, jetzt müssen wir diese Teil hier auch wieder falzen. Das geht aber alles von ganz alleine, theoretisch, weil das ja so gut gefalzt ist. Reinlegen, falzen. Ey, da haben wir ja für Weihnachten eine super coole Geschenkverpackung. Ja, und du kannst vor allem damit jetzt ganz normale Boxen auch machen. Das müssen ja jetzt keine Explosionsboxen jedes Mal werden. Das kann jetzt auch eine ganz normale Box werden. Jetzt kleben wir das einfach noch zusammen. Man sich einen Kleberoller. Dann wird das zusammengedrückt. Jetzt erstmal alles voll machen. Kann man auch. Jetzt muss man hier die Ecke ankleben. Zack. Und so kann man jetzt hier alle vier Seiten machen. Das ist ja richtig, kann erstmal überall Kleber ranmachen. Dann gibt es mir nur recht. Wer recht hat, gibt den aus. Stimmt's? Genau. So, jetzt muss man hier wieder, das falzt sich ja alles von alleine. Zack. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Kleber ran machen. Das hier klebt. Das Ding zusammensetzen. Zack. Hier ankleben. Zack. Einfach und ein cooler Effekt. Ganz klasse. Ganz, das ist wirklich für Leute, die sich damit nicht lange beschäftigen wollen. Die einfach nur machen. Die einfach nur schnell so eine Box machen wollen. Ruckizucki hast du jetzt den Deckel und der passt jetzt perfekt auf die Box hier drauf. Und zack, hat man die erste Box fertig. Ist ja cool. Ja, das hast du jetzt den Effekt versaut. Wieso? Na, weil wir keine Musik gemacht haben und nicht. Ist ja erst die erste Box, da kommen wir jetzt noch mehr. Ja, nur ein Spiel nehmen, ein Spaß. So, passt hervorragend. Jetzt kann man sich überlegen, ob man bei den anderen Papieren jetzt auch noch jeweils einen Deckel machen will. Ich hatte mir das eben zugeschnitten, aber eigentlich braucht man das ja nicht. Warum nicht? Na, man muss nicht überall einen Deckel aufmachen, damit das hochploppt. Ich finde es schöner, wenn du den Deckel hier aufmachst und das ploppen alle auf. So musst du jetzt Deckel aufmachen, ploppt das hoch. Deckel aufmachen, ja, aber die Boxen verschenkst du doch nachher einzeln, oder? Nein, die werden ja alle zusammen zu einer Box zusammengeklebt. Ich zeig dir das. Ja, ja. Ich muss den Jungen erklären. Ja. So, jetzt habe ich die nächste Größe der Box. Das war 12x12, die große. Jetzt habe ich hier 11x11 genommen. Dafür ist dann hier der nächste Strich XL. Das ist die 11x11 Box. Die machen wir jetzt hier auch wieder. Falzen. Zack. Zack. Da brauchen wir jetzt diesen Querstrich da nicht machen, weil die Box wird ja nicht mit Herzchen gehalten. Es sei denn, ihr möchtet die alle mit Herzchen halten lassen, dann könnt ihr das natürlich alles gleich machen. Ansonsten kann man jetzt jede Box anders gestalten. So, das wäre jetzt die 11x11. Dann habe ich hier die 10x10 Box. Das wäre jetzt die L. Kommt der nächste Strich dran und so weiter. So geht man jetzt immer lang hin. Bei der nächsten Größe wäre das dann die M-Reihe. Und dann hat man erstmal das Grundgerüst für die Boxen. Und jetzt kann man sich entscheiden, wie man die Boxen weiter gestalten möchte. Ich habe jetzt hier eingeschnitten, also ich habe jetzt erstmal alles gefalzt. Dann kann man sich jetzt überlegen, ich möchte jetzt gerne das hier so einschlagen auf zwei Seiten. Dann schneidet man sich das da so ein. Jetzt ist das hier aber ja, zu lang. Deswegen teilt man sich das einfach in der Hälfte. Dafür kann man eigentlich jetzt auch das Schneidbrett benutzen. Ich weiß aber nicht, welche Größe das ist. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache das mit Lineal. Wenn ich mein Lineal finde. Hier. Mit Lineal. Mal gucken, wie groß das überhaupt ist. Das sind jetzt hier 7,4 cm. Ich glaube, das konnte man hier falzen.
natürlich richtig rum anlegen. Das ist dann hier nämlich immer genau diese Hälfte hier, diese Boxen-Dingens. Das muss man sich ein, zwei Mal ausprobieren und dann geht das alles. Dann weißt du, welche Linie du nutzen musst. Ist halt alles, wie bei allen anderen Sachen, einmal Übung. Und dann geht das von alleine. Jetzt schneiden wir uns diese Teile ab. Die sind nämlich jetzt über hier, diese äußeren. Das ist jetzt kacke mit den Streifen gerade hier. Ich nehme mal die Seite, die ist nicht so aufregend. Die euren Streifen. Du darfst jetzt auch nicht zusammenkleben. Nee, das soll ja auch nicht zusammengeklebt werden. Das soll eigentlich genau mittig sein. Habe ich also den falschen Strich gehabt und ich mache mir das ja immer so einfach wie geht. Und jetzt ist es mittig. Da kommt dann jetzt ein Löchlein rein. Ein Löchlein. Ein Löchlein. Wo habe ich jetzt mein Herz? Ja. Nach Möglichkeit mittig, dass man da ein Band reinmachen kann. Zack. Na, wer sowas nicht hat, der ist ja dann ange. Ah. Jeder hat irgendwie ein Locher oder so ein Lochding. Jeder Bastler hat sowas. Dann kommt da ein Band rein. Wenn wir ein schönes Band suchen. So, jetzt macht man da ein Band rein. Dann kann man das zubinden und hat eine, ja, eine, wie sagt Klapptür. Man, eine Klapptür, eine Überraschung in dieser Box. Das wäre jetzt eine Variante. Müsste ich jetzt natürlich mit der zweiten Seite hier auch noch machen. Hier lege ich es mir jetzt einfach übereinander, schneide mir das in der Mitte. Bastler sind ja erfinderisch. Das geht alles mit diesem Brett zu machen, aber für mich ist das so einfacher. Dann haben wir die zweite auch. Hier wird dann auch nochmal gefalzt. Und dann haben wir die zweite Box mit diesem Effekt. Das ist jetzt hier meine kleinste. Man muss sich immer entscheiden, wo man welchen Effekt haben möchte. So, und bei der nächsten Box kann man sich jetzt entscheiden. Hier ist diese. Hier habe ich mir jetzt überlegt, möchte ich eigentlich so eine kleine Tasche rein haben. Da nimmt man sich dann jetzt entweder sein Schneidmesserchen, wenn man das irgendwo findet. So, dann nimmt man sich ein Lineal oder das Schneidgerät, was man so hat, legt von Ecke zu Ecke hier an, schneidet das ab. Ja, jetzt will ich mal schneiden. Schneidet das ab, hat hier erstmal so eine Schräge. Muss man jetzt auch wieder auf allen vier Seiten machen. Kann man auf allen vier Seiten machen. Das sind alles so kleine Details, die man einarbeiten kann. Und es gibt noch viel mehr, die man machen kann. Je mehr Boxen ihr baut, auf je mehr Ideen kommt ihr, was man noch so einarbeiten. Man kann auch einen Wasserfall reinsetzen und man kann so einen Spring auf, dass man so einen wieder da drin hat. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das sind jetzt hier die einfachsten, die jetzt von der Box vorgegeben sind. Da ist so ein, wie gesagt, die Bedienungsanleitung, die zeigt euch die ganzen einzelnen Sachen, die man machen kann. Ist alles gut erklärt da drin. Jetzt müssen wir uns für die Taschen hier einmal lang schneiden. Bis zur Mitte. Hier auf der anderen Seite auch einmal. Zack. Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Immer an dieser Falznaht hier lang. Jetzt werden die eingeknickt. Die andere Seite eingeknickt. Ach, da hast du ja Taschen. Und dann hast du eine Tasche. Jetzt kannst du überlegen, welche Seite du nach oben haben möchtest. Jetzt kann man das auch wieder zusammenkleben. Lass da das Loch. Achso. Nee, muss ja mal drinstecken können. Achso. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt ist alle oder was? Nee. Immer die Seite lang. Immer die Seite lang. Genau.
damit es unten nicht rausrutscht. Genau, und dann hast du hier oben eine Tasche, wo du was reinmachen kannst. Das hier musst du natürlich auch wieder knicken. Alle Seiten musst du wieder knicken. Hier wieder. Da kannst du auch eine Tasche machen. Ja, ist ja extra dafür gemacht. Zack. Wieder kleben. Halt. Muss man sich natürlich treu bleiben. Wenn man das Weiße zuerst nimmt, muss man das Weiße wieder nehmen. Zack. Und noch eine Tasche. Noch eine Tasche. So, und jetzt hast du die nächste Box fertig. Mit Taschen. Zack. Nächste Box. Und da kann man jetzt für jeden Deckel noch dazu machen, ne? Da kann man jetzt für jeden einen Deckel zumachen, wenn man möchte. Und dann werden die, muss ich die blaue hier noch. Die blaue Box, die kann man einfach so aufspringen lassen. Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten? Bei dieser Box hier habe ich mich jetzt entschieden, die lasse ich einfach so ohne irgendwas. Dann kann man auf diese vier Seiten, die man dann jetzt hier hat, noch ein Bild draufkleben, irgendwelche andere Deko, einen Spruch drauf stempeln oder was man halt so möchte. Man kann sich da wirklich ins hinspielen. Das wird jetzt an den Falzlinien hier bloß abgeschnitten. Und dann hat man auch die letzte Box fertig. Also ich wollte bloß vier machen. Ja, das wäre ja auch die unendliche Geschichte. Ja, das kann man wirklich, wie gesagt, unendlich machen. Achso, hier ist noch eins. Ja, man sollte das auch bis zum Ende machen. Falzen. 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 So. Und schon hat man die nächste Box fertig. Und dann werden die ja zusammengeklebt. Die größte. Die nächste. Ach, das wird alles in eins gemacht. Ja, die nächste. Deswegen brauchst du nur einen Deckel. Und die nächste. So, wenn man das jetzt alle dann verklebt hat, dann hat man das jetzt hier in der einen Box drin, macht den Deckel auch oben drauf. Da kommt jetzt natürlich noch Deko, da muss ich jetzt noch ein bisschen Deko machen. So, hat man die Box. Und dann, wenn man das richtig gefalzt hat, geht das eben auf. Und dann hat man seine kleinen Täschchen. Oder seine kleinen Einsteckerchen. Oder hier noch ein Bild, ein Gruß oder sowas. Ist ja cool. Das ist schon cool. Hier auf die Herzchen kann man noch was draufkleben. Da kannst du jetzt rote Herzchen drauf machen. Oder dafür kannst du auch wieder diese Herzchen hier nutzen. Dann nimmt man dann natürlich die zweite Größe, die hier ist. Diese XL-Größe. Und schneidet sich da eine Deko zurecht. Und das passt dann nämlich genau so mittig hier drauf. Und dann hast du da eine Deko. Ich werde da einfach noch rote Herzchen drin kleben. Ich mache dann jetzt erstmal meine Deko fertig und dann zeigen wir euch am Schluss, wie die Box dann fertig aussehen kann. Schön. Den Grundgerüst kennt ihr jetzt. Ich habe das Ganze dann jetzt noch ein bisschen dekoriert. Da kann man natürlich immer noch ein bisschen mehr machen, wenn man möchte. Hier oben jetzt ein bisschen den Deckel, hier an den Seiten solche Aufkleber, hier mal ein Herzchen. Und dann in der Box hier ein paar Herzchen reingemacht. Hier Bilder reingesetzt. Aber das war nicht cool. Hier ein paar Bilder, hier in die Taschen habe ich solche kleinen Einsteckerchen reingemacht, habe hinten weißes Papier, dass man da nochmal was draufschreiben kann. Wenn man weiß, wer das bekommt, kann man da dann gezielt noch was hinschreiben. Hier habe ich jetzt nochmal ein paar Bildchen mit hingeklebt. Hier dann herzlichen Glückwunsch mit hin, weil man das meistens zum Geburtstag oder sowas verschenken wird, und in diese Taschen hier, da kann man dann auch noch was reinmachen. Vielleicht setze ich da ein Bild hinter, vielleicht auch ein Foto oder mal gucken. Aber die Taschen hat man dann jetzt jedenfalls, und das ist wirklich ganz schnell gemacht. Diese Verzierung hier kann sich jeder aussuchen, wie er sie machen möchte. Ist jedenfalls mit diesem Board eine ganz schnelle, super Sache. Also schneller, schöne Sache. Schneller geht es nicht zu machen irgendwie. Wenn das noch nicht edel ist. Box Deckel wieder drauf, Box wieder zu, und dann kann es verschenkt werden. Sieht toll aus. Ja. Die Deko, die ich jetzt hier reingemacht habe, da waren Teile von La Blanche und Teile von was weiß ich mit bei. Die Deko hat man überall was rumflattern. Also probiert es aus. Mit diesem Board kann man wirklich tolle Sachen machen.
In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und edel. Ganz toll. Hätte ich nicht gedacht, dass Explosionsboxen so leicht zu machen sind. Für mich war das Umrechnen immer schwer. Wie groß wird die nächste Box? Dafür hast du jetzt das Brett. Genau, wie groß wird die nächste Box und vor allem, wie groß wird der Deckel?